Willkommen auch von meiner Seite. Ich werde jetzt gleich meinen Browser freigeben und im Netz natürlich durch das digitale Kulturerbe führen. Also wir sehen hier einen Datensatz im Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin, kurz STABI Berlin. Dieser Datensatz heißt in der Fachsprache auch, also in der bibliothekarischen Fachsprache, Katalogisat und beschreibt den Kinderbuchklassiker Max und Moritz, genau genommen die Erstausgabe von Wilhelm Busch natürlich. Wir sehen hier in der Beschreibung, dass das Buch in München erschienen ist, 1865. Es umfasst 53 Seiten, zahlreiche Illustrationen und liegt im Oktavformat vor, das dem heutigen Taschenbuch sehr nahe kommt. Bibliotheken beschreiben Bücher nicht nur, sie digitalisieren sie auch in einem großen Umfang. Die elektronischen oder Online-Ausgaben historischer Buchbestände nennt man nicht E-Books, sondern Digitalisate. Und hier zu Max und Moritz ist ebenfalls ein Digitalisat entstanden. Das ist hier als Online-Ausgabe verlinkt. Ich folge jetzt mal diesem Link und sehe, das Katalogisat unterscheidet sich erstmal nicht von der Druckausgabe. Allerdings ist hier unten ein Link zum Digitalisat, dem ich jetzt auch mal folgen werde. Und da öffnet sich auch schon ein sogenannter Viewer mit der Titelseite des Buchs. Dieser Viewer bietet mir praktischerweise links noch eine Gliederung. Da kann ich direkt zum letzten Streich springen und sehe hier die weltbekannten Illustrationen. Übrigens hier in der Erstausgabe sogar noch handkoloriert. Ja, in dieser Coffee Lecture möchte ich Online-Portale vorstellen, zum Beispiel die Deutsche Digitale Bibliothek oder die Europeana, die Digitalisate von Kultureinrichtungen wie Archiven, Bibliotheken und Museen sammeln, zentral an einem Ort publizieren und dort auch durchsuchbar machen. Die Deutsche Digitale Bibliothek nennt man kurz auch DDB. Unter ddb.de kann ich sie auch erreichen und sehe, aktuell enthält die Deutsche Digitale Bibliothek 35,6 Millionen Objekte. Davon sind 11,6 Millionen allerdings nur Digitalisate. Bei den restlichen Objekten handelt es sich um reine Beschreibungen, also sprich Datensätze. Hier unten ist allerdings schon das Häkchen bei nur Objekte mit Digitalisat gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt etwas suche, dann sollte ich auch etwas zu sehen bekommen. Ich suche jetzt mal spaßeshalber und natürlicherweise nach Gießen und erhalte 22.000 Treffer. Diese riesengroße Treffermenge, die kann ich weiter filtern. Hier mit diesen Filtern auf der linken Seite zum Beispiel kann ich die Suchergebnisse auf einen bestimmten Zeitraum eingrenzen mit dem Filter Zeit. Angenommen, ich interessiere mich für das Gießen zur Zeit der Weimarer Republik, dann grenze ich hier mal den Zeitraum auf 1918 bis 1933 ein. Das muss man dann noch anwenden. Und sehe hier in den Suchergebnissen schon Gießener Notgeld aus der Inflationszeit oder auch ein Digitalisat eines Fotos, das das Uni-Hauptgebäude zeigt. Das ist hier mit den Beschreibungsdaten, den sogenannten Metadaten, nach den Regeln der Kunst beschrieben. Zum Beispiel kann ich auch sehen, dass das Foto am 29. September 1922 aufgenommen wurde. Wenn ich auf das Bild klicke, erhalte ich eine größere Ansicht. Hier ist die Auflösung nicht besonders groß, daher kann ich jetzt auch nicht reinzoomen. Aber unschwer zu erkennen ist, dass das Hessische Staatsarchiv in Darmstadt dieses Digitalisat angefertigt hat und der Deutschen Bi
digitalen Bibliothek zur Verfügung gestellt hat. Daher ist das Staatsarchiv hier auch als Datengeber verzeichnet. Wenn ich auf den Link Objekt anzeigen klicke, kann ich mir das Digitalisat nochmal auf den Seiten der Institution angucken. Hier beim Staatsarchiv ist das das Online-Fundbuch. Wenn man mit der DDB arbeitet, empfiehlt es sich immer nochmal, einen Blick auf die Angebote der einzelnen Einrichtungen zu werfen, denn dort sind die beschreibenden Daten, also die Metadaten, oft detaillierter und auch die Digitalisate in einer besseren Auflösung vorhanden. Hier ist das offenbar nicht der Fall. Genau. Die DDB enthält aber nicht nur Digitalisate von Druckwerken, Fotos oder anderer sogenannter Flachware. Wir haben auch Audio- und Videomedien, die ich hier durch den Filter Medientyp erreichen kann. Ich werde jetzt mal mir die beiden Treffer, die beiden Audiodateien raussuchen, die in der DDB zu Gießen zu finden sind. Und das sind zwei Schellackplatten. Zwei digitalisierte Schellackplatten aus der Musikabteilung der Sächsischen Landes- und Unibibliothek der SLUB Dresden. Diese Schellackplatte hat allerdings keinen Bezug zu Gießen. Es gibt hier einen Tenor, der mitgewirkt hat, der heißt Hans Buff Gießen. Genau, und wie ich das Bild vergrößern kann, kann ich mir hier die Audiodatei zu dem Lied Komm, o holde Dame anhören. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Und richtig, bei der Weimarer Republik denkt man natürlich auch an den Weimarer Film. Filme haben wir auch in der Deutschen Digitalen Bibliothek, allerdings nur in dem bescheidenen Umfang, in dem das Urheberrecht das gestattet. Es sind also nicht besonders viele. Die erreiche ich jetzt über eine Suche nach dem Schlagwort Film. Dann filter ich wieder über den Medientyp Video, grenze den Zeitraum wie eben wieder ein auf 1918 bis 1933. Wieder vergessen, auf Anwenden zu klicken. Genau, und dann erhalte ich hier Filmdokumente aus Filmarchiven, vor allem Dokumentarfilme, zum Beispiel hier einen Amateurfilm eines afrikanischen Arztes, der Deutschland zwischen 1919 und 1921 besucht hat und seine Eindrücke mit einem Film dokumentiert hat. Genau, und auch den kann ich mir hier auf den Seiten der DDB angucken. Auch im Vollbild, hier besucht er ein Kinderheim. Und ja, digitalisiert wurde das Ganze vom Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt. Neben dem reinen Katalog in der DDB gibt es auch kuratierte Angebote, zum Beispiel hier die virtuellen Ausstellungen, die sehr schön gemacht sind. Das sind ganz unterschiedliche Themen. Die virtuellen Ausstellungen werden von den Institutionen, die mit der DDB zusammenarbeiten, angefertigt. Zum Beispiel gibt es hier eine Ausstellung zu Lutherbildern, also Martin Luther in Bildern seiner Zeit. Weitere kuratierte Angebote gibt es hier im Bereich Entdecken. Das ist ein Blog, wo ja, zu unterschiedlichen Themen Digitalisate, also Highlights zusammengetragen werden und das Ganze wird dann noch in einem Essay kommentiert, zum Beispiel hier zum Thema 100 Jahre Radio. Wie der Name schon sagt, verzeichnet die Deutsche Digitale Bibliothek nur Digitalisate aus den deutschen Gedächtniseinrichtungen. Das Pendant auf europäischer Ebene ist die Europeana. Die finde ich über europeana.eu. Genau, hier ist auch eine einfache Suche als Sucheinstieg möglich.
Ich suche jetzt mal nach Rembrandt und finde hier sofort ganz hervorragende Digitalisate von Gemälden und Zeichnungen Rembrandts. Auch hier kann ich mit Filtern weiter eingrenzen. Ganz wichtig zum Beispiel auch, ob ich es wiederverwenden darf, ja, oder auch nur unter bestimmten Bedingungen, aus welchem Land die Institution stammt, die das Digitalisat zur Verfügung gestellt hat. Nach Medienarten kann ich auch wieder filtern. Es gibt zum Beispiel auch hier ein 3D-Digitalisat, eine Kakaodose, Rembrandt-Kakao. Und ja, allerlei andere Filtermöglichkeiten gibt es auch, nach Farben sogar oder nach Hochformat, Querformat, nach Dateiformaten und so weiter und so fort. Die Europeana bietet ebenfalls kuratierte Angebote. Die sind auf der Startseite sehr schön hervorgehoben. Es gibt Blogs, es gibt Galerien, es gibt hier auch virtuelle Ausstellungen, es gibt Features zu aktuellen Themen. Es gibt Sammlungen, zum Beispiel zu Mode, Karten, Geografie, Zeitungen, alles Mögliche. Es gibt sogar einen Bereich für Lehrerinnen und Lehrer, wo Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Oder ein Verzeichnis aller weltweit verfügbaren Digitalisate gibt es noch nicht. Das ist technisch schwierig aufgrund unterschiedlicher Standards und natürlich auch aufgrund der Sprachvielfalt. Es gibt allerdings die World Digital Library, auf die ich kurz aufmerksam machen möchte. Dort sind 20.000 herausragende Objekte drin, die von den kooperierenden Einrichtungen ausgewählt worden sind. Die kann ich mir hier sehr schön auch auf einer Karte angucken. Auf einer Weltkarte, wenn ich mir dann Europa genauer angucke, zum Beispiel auch Portugal, dann finde ich ein Reisetagebuch des Entdeckers und Seefahrers Vasco da Gama. Es gibt hier auch eine Zeitleiste, auf der ich die Weltgeschichte durchgehen kann, und dort sind wichtige Ereignisse, ja, mit den entsprechenden digitalen Objekten kommentiert. Und ja, um den Kreis zu schließen, auch Max und Moritz aus der Stabi Berlin, auch die beiden haben es hier in diese Weltauswahl geschafft. Ja, das war mein kurzer virtueller Rundgang zu Angeboten, zu digitalisierten Kulturerbe im Netz. Es gibt davon noch eine große Menge mehr, aber mit der Deutschen Digitalen Bibliothek und Europeana sind zumindest jetzt für den deutschen und europäischen Raum einmal die wichtigsten genannt. Ich bedanke mich für das Interesse und stehe jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung.